Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton und die verlorene Zukunft. Wir gehen heute endlich zu Luke und Flora zurück ins Hotel, einfach so, weil ich gerne ein paar mehr Rätsel lösen möchte. Wobei, wir können auch mal mit den dunklen Typen hier sprechen. Ich bin da gerade dabei, mir ein Rätsel aus den Fingern zu saugen, aber nichts ist mit Erleuchtung. Das gibt's doch nicht. Irgendwann sollte mir doch mal was einfallen. Oder auch nicht. Gehen wir weiter. Max. Hat uns Max was zu sagen? Hallo Max, na was machst du Schönes? Leider rein gar nix. Schon verstanden, du langweilst dich, alles klar. Okay, wenn wir schon mal ein Stück weiter gegangen sind, als wir eigentlich müssten, können wir noch ein Stück weiter zurückgehen. Sagt sie uns noch was? Okay, nix. Gut, gut. Hier gibt's nichts mehr. Ist die Blume noch da? Ein Fotoapparat? Okay. Oder eine Telefonzelle. Das ist eine Telefonzelle. Ah. Okay, schön, dass man nicht immer bis zur Rätselhütte laufen muss. Schnurrbart, hast du uns noch was zu sagen? Nein. Weiter. Bauarbeiter, hast du uns was zu sagen? Bin ich froh, Sie zu sehen. Habe hier eine weitere Aufgabe für Sie. Sind Sie dabei? Ich helfe immer gerne. Was kann ich für Sie tun? Rätsel 143. Zwei Zahlen, 40 Pikarat wert. Stand da gerade zwei Zahlen? Okay. Wenn man dieses Brett auf eine bestimmte Art und Weise zersägt, erhält man zwei identische Teile, die wie eine Ziffer geformt sind. Wie muss man es sägen, um dies zu erreichen? Zwei Zahlen. Was kann man... Zahlen sind die einstelligen. Eins wird nicht gehen. Zwei kann ich mir auch schlecht vorstellen. Drei? Ne. Geht die vier? 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 Ja, die vier geht. Okay. Aber ich darf nicht hier anfangen. Ich muss hier anfangen. Die vier geht. Schaut. Vier. Ja, das sieht vielversprechend aus. Richtig. So gefällt mir das. Gut gesägt. Durch geschickte Sägeschnitte kannst du die zwei Stücke auseinanderschneiden, die wie eine Vier geformt sind. Die Abbildung zeigt dir einen möglichen Lösungsweg. So sieht's aus. Rätsel Nummer 143. Zwei Zahlen ist im Rätsel nicht spielbar. Ich wusste, dass sie der Richtige für die Aufgabe sind. Damit ist unsere Arbeit so gut wie beendet. Nicht mehr lange, dann hat London eine Baustelle weniger. Gut. Nein, da können wir bestimmt nur zurück in die... Vergangenheit, beziehungsweise unsere Gegenwart zurückreisen. Das wollen wir aber noch nicht. Wir gehen einfach mal ins Hotelzimmer. Also nochmal, Dimitri möchte eine Zeitmaschine bauen, um in die Vergangenheit zu reisen. Dort will er versuchen, Claire vor ihrem Tod zu bewahren, richtig? Korrekt. Zumindest hat er uns das gesagt. Seltsam, wir sind komplett durch den Pagodenturm gelaufen, aber keine Zeitmaschine weit und breit. Sehr genau beobachtet, mein Junge. Auf seiner Flucht schien Dimitri ein klares Ziel vor Augen gehabt zu haben. Womöglich den Ort, an dem die Zeitmaschine gerade in ihrer Entstehung begriffen ist. Haben Sie etwa danach gesucht, während wir mit Don Paolo den Turm bestiegen? Ja, so in etwa. Ich erkläre dir alles, sobald wir wieder bei den anderen sind. Ich bin sicher, dass du bis dahin der Lösung schon aus eigener Kraft näher gekommen sein wirst. Dann rein mit uns.
gehen wir mit Becky reden. Okay, die sagt uns nichts Neues, die andere schläft noch. Professor! Luke, willkommen zurück! Ich bin so froh, dass ihr beide gesund und munter seid. Ganz meinerseits, Liebes. Ich hoffe, eure Rückkehr ins Hotel war nicht allzu beschwerlich. Oh, überhaupt nicht! Luke war so freundlich und ist hochgegangen. Aber wo wir gerade von ihm sprechen, wo ist Luke eigentlich? Ah, nun, bei unserer Ankunft wartete ein schwarz gekleideter Mann mit Schnauze hier auf ihn. Er war ganz schwarz angezogen? Ja, von Kopf bis Fuß. Das muss Shipley gewesen sein. Ich konnte seinen Namen nicht verstehen, aber er war unheimlich aufgeregt und redete auf Luke ein. Was Luke da hörte, gefiel ihm wohl gar nicht, denn er sagte schließlich zu mir: Flora, es ist etwas geschehen, um das ich mich sofort kümmern muss. Es ist sehr wichtig. Bitte sag dem Professor, dass er seine Nachforschung ohne mich fortsetzen muss. Was ist da bloß passiert? Sagte er denn auch noch, wohin er gehen wollte? Nein, aber er hat mir versprochen, sich später wieder mit uns zu treffen. Der große Luke ist wirklich noch scharfsinniger, als ich dachte. Sogar über unsere nächsten Schritte weiß er bestens Bescheid. Professor, ist irgendwas? Keineswegs, Luke. Mir ist nur gerade eine Kleinigkeit wieder eingefallen. Weißt du noch, wer uns als erstes darüber aufklärte, dass wir uns in der Zukunft befänden? Das war der große Luke, oder? Ja, so ist es. Da kommt jemand rein. Becky! Sie haben Besuch, Professor! Besuch? Wer mag das sein? Verzeihen Sie den unangekündigten Auftritt, Layton. Oh, hallo, Herr Inspektor. Bitte treten Sie doch ein. Was kann ich für Sie tun? Mir ist da etwas aufgefallen, als ich durch die Stadt schreifte. Wie soll ich es nur sagen? Ich fürchte, es mag völlig irrsinnig klingen. Aber was ist denn geschehen? Ich habe eine Beobachtung gemacht, so bizarr es auch ist. Ich bin mir meiner Sache sicher. Erinnern Sie sich noch an unser Gespräch über jene Explosion an dem... Wie hieß es nochmal? Natürlich, am Institut für polydimensionale Forschung. Vor ein paar Minuten sah ich eine Person, die einem Opfer zum Verwechseln ähnlich sah. Ich werd verrückt. Sie meinen doch nicht etwa Claire, oder? Aha, also haben Sie auch. In der Tat, Inspektor. Sie sind nicht der Einzige, auch wir haben diese Dame gesehen. Die Ähnlichkeit ist verblüffend, aber es kann sich nur um einen Zufall handeln. Na, wenn Sie das sagen, verzeihen Sie, wir sind da wohl die Pferde durchgegangen. Ich kann nur hoffen, dass es eine logische Erklärung für die Sache gibt. Wenn es tatsächlich kein Zufall sein sollte, so handelt es sich womöglich um eine Verwandte von Claire. Ich werde einen weiteren Blick in die Akten werfen und nach eventuell Verwandten suchen. Und wo wir von Suchen sprechen, haben Sie hier irgendwo Barton rumlaufen sehen? Oder du, Luke? Barton? Nein, ganz gewiss nicht, Herr Inspektor. Dieser Tagträumer. Ohne mich hätte man ihn schon vor Ewigkeiten entlassen. So viel sage ich Ihnen. Eigentlich ist er ja ein patenter Charakter. Und ich passe gern auf ihn auf, aber... Na, wie auch immer. Wenn Sie Barton sehen sollten, sagen Sie ihm, er soll bei mir antanzen. Wiedersehen. Und? Wohin führt uns unser Abenteuer als nächstes, Professor? Aber Flora, dies ist doch eine Untersuchung, kein Abenteuer. Etwas mehr Ernst, bitte. Ich nehme es sehr ernst, Luke. Ich war nur etwas aufgeregt. Ich bin es eben nicht gewöhnt, den Professor auf all seinen Untersuchungen zu begleiten. Ganz im Gegensatz zu dir.
Ja, irgendwie, der Professor und ich sind immer gemeinsam unterwegs, das stimmt. Also ich für meinen Teil freue mich sehr über deinen Enthusiasmus, Flora. Wir werden der Sache zu dritt auf den Grund gehen. Los geht's! Doch bevor es wirklich losgeht, mache ich nochmal eine kleine Pause. Bis zum nächsten Mal. See you later, Leute.